Auch dieser Stream wird natürlich von Runtime unterstützt. 10% mit dem Code Survival, den Link in der ersten Beschreibung, Freunde. Warum melde ich mich hier mitten in der Woche einfach so ganz spontan? Also, Stößchen. Warum? Kann ich euch sagen. Wir haben Großes geschaffen. Habt euch immer erzählt? Groß geschaffen, aber ob es so hübsch ist, weiß ich noch nicht. Das müssen die Leute entscheiden jetzt. Okay, ihr entscheidet. Ist es geil oder ist es nicht geil? Ich gehe jetzt mal kurz ein Stück zur Seite, damit ihr das seht. Opferaltar. Es ist ein Opferaltar. Genau sieht's aus. Es ist ein Opferaltar. Aus ganzen Bäumen. Quasi einfach mal. Wie habt ihr genommen? Alle. Wir haben einfach alle genommen. Ich gehe mal ein Stück zur Seite, damit man mal sieht, wie groß das eigentlich ist. Ja, geh mal rauf, genau. Freunde. Hä? Ist das ein Opferaltar oder ist das ein Opferaltar? Sieht aus, als wenn man das Ding anzündet und ein Scheiterhaufen ist. Aber tatsächlich ist das genau das Gegenteil. Da soll Woods Kitchen starten. Woods Kitchen in the Woods. Extra mit einem großen, langen Tisch. Und jetzt seid ihr gefragt. Habt ihr noch Ideen, was wir hier noch verändern können oder verbauen können? Also irgendwie haben wir hier drunter jetzt noch Platz. Hier, so. Ich zeige euch das mal von der Seite. So viel Platz haben wir dann noch. Was machen wir jetzt da drunter? Oder machen wir da gar nichts drunter? Lassen wir das so? Das ist eine Table Dance Bar. Das ist eine Table Dance Bar. Also Kakaling kann da flogen. Hier kann noch Fritz kann das ganz gut hier. Ja. Moskau-Dings. Ja, schön. Aber ihr seht auch, es ist halt so stabil, man kann sich oben drauf stellen. Genau, geisteskrank. Absolut geisteskrank, sehe ich auch so. Chris hatte kurz die Idee, Feuerholz. Ich war für so eine Salzstreuer und Pfefferstreuer. Nee, ich hatte überlegt, irgendwas hier drunter zu schrauben. Und dann halt so eine Kelle ranzuhängen oder so. Ja. Also optisch wäre halt natürlich so ein Haufen mit Feuerholz, wäre schon irgendwie cool, ja. Ja, finde ich auch. Und dann wird hier gekocht. Arbeitsfläche haben wir schon angepasst. Es sieht erstmal relativ simpel aus. Ist es auch. Tatsächlich ist es auch sehr simpel. Aber wir haben natürlich auch unterfüttert und wir haben uns auch viel Mühe gegeben. Es war anstrengend. Grüße gehen raus an Max und Johannes. Die haben hier die. Wie viel waren es? 24, ne? 24, 90? Nee, warte mal. Denk nee, wir hatten 18, oder? Warte mal. 2, 4, 6, 7, 14, sind 21. Ja. 21 Baumstämme sind die verbaut. Müssen wir mal angucken. Weil es hier nicht hier von wegen so, ja, in der Mitte ist nichts oder so. Ist nicht hohl. Also ist halt komplett oder ausgefüllt. Hier lose oder so. Das Ding. Da kannst du mit dem Auto jagen. Aber so könnte denn der Stream aussehen hier. So. Wenn du dahinter stehst und dann fängst du an zu kochen. Warte, bleib so. Oh, Lech Merde. Guten Tag. Herzlich willkommen bei die Kochstudio in die Woods Kitchen. Heute kochen wir Brause. Man macht dazu eine Dose auf, man stellt sie sich hin und man trinkt. Das war der Woods Kitchen. Schaltet doch wieder ein, wenn es heißt Woods Kitchen. Ciao. So, da war schon die erste Folge. Ist das hier? Guck mal. Stopp. Oder hier, warte mal. Ich hab noch ein anderes. Das ist aber die Frage, wie wir das Holz bearbeiten oder ob es so lässt. Weil du hast ja natürlich überall jetzt hier noch Splitter, abstehende irgendwas. Ja. Und natürlich gibt es hier kein Besteck oder so, sondern hier wird noch rustikal gekocht mit richtigen. Ihr wisst schon hier. Ich will lieber meine Hand weg hier. Ja. Nimm mal lieber die Hand weg. So, genug gespielt. Tatsächlich genau ist die Frage, was machen wir hier? Ich habe oft Stühle gelesen, Stühle unter. Stühle? Naja, hier unter. Aber wozu denn Stühle? Keine Ahnung, aber haben jetzt viele geschrieben. Stühle? Oh, ich bin mir aber nicht sicher. Hast du nicht gerade gefragt, was wir machen mit der Oberfläche? Mit der Oberfläche von der Arbeitsfläche? Ich war dafür, Olivenöl drauf zu schmieren. Was sagt ihr denn? Habt ihr eine Idee? Ah, wir haben noch Bitumenflüssigkeit oben. Für die schwarze Zeug, einmal so ein schwarzes Ding hier. Ja, weiß auch nicht. Wir können ja ein bisschen hier mit dem Tacker spielen. Tack, tack, tack. So, nein. Ach, sieht schon geil aus, ne? Wenn man jetzt hier so einen Stream sich vorstellt, so. Ja, das Coole ist, dass es so hell ist. Ja. Das hält halt auf. Ich will halt auch, dass es so hell bleibt. Also wenn, dann müssen wir ein Öl nehmen, was halt entweder farblos ist. Es gibt ja auch richtig für die Öl, aber dann kann man da kein Essen mehr drauf schneiden. Erst schleifen. Okay, also mit Schleifen können wir schon mal anfangen. Ich hab hier 100er Papier. Big Montag früh noch nicht fertig. Alles mit der Hand geschliffen hier. Karla, nimm dir auch mal ein Stück. Da. Fertig geschliffen. Obwohl, es ist ja nur ein Update. Ne? Die erste Folge Woods Kitchen, da dürft ihr auf keinen Fall vergessen. Ich habe mir überlegt, es wird ein Live-Format. Oder? Was sagst du? Schön live kochen. Live mit zwei Kameras.
Ja. Mit Gästen, Hochkarätern. Genau. Das ist ja deine. Das, ich wollte gerade sagen, jetzt, das ist aber mal gut hier. So. Der Kalmut hat sich angekündigt, der macht auch mit. Weißt du, was hier fehlt? Ich brauche jetzt einen Lappen, hier so einen Barkeeper-Lappen. Geh mal ein Stück zurück. Ja, moin, hey, okay, was hältst du hier? Ja, kein Problem, du hast zwei offene. Wir brauchen mal 14, ja, und du, was hast du hier? Du willst, ja, alles klar, kein Problem. Hier, warte. Ah, papsch, hier, papsch, da. Und wer nicht spuckt, kriegt mir Tag schon auf den Kopf. So, ist so ein bisschen wie hier, für mich gerade wie so ein Wirt. Wer nichts wird, wird. Kann ich mal hier lesen. Nein. Ja, mir fällt's. So, ja, hier haben wir meine Kochmütze. Naja, so weit ist sie gar nicht weg, die Kochmütze. Warum ich noch mit ein kleines. So, guck mal hier. Martin ist übelst stolz auf sein. Ja, bin ich auch. Ich mag ihn. Das hat eine unglaubliche Planungsdauer hinter sich. Ja. Ich meine, alleine die 21 Balken hier unten, die musst du erstmal zurechtschneiden. Das hat gedauert. Da musst du die hier alle runterschleppen. Dann hat es ja auch nur 1,5 Stunden gedauert, diese Bretter zu schneiden. 3 an der Zahl. Da darf man auch mal stolz sein. Was ich ja auch feiern würde, wäre hier so ein Axthalter. Hier so. Zack. So. Weißt du, so ein Meinungsverstärker. Zack. Und dann. Was hast du gesagt? Du sollst bezahlen, habe ich gesagt. Kopf ab! Kopf ab. Warum dauert es so lange, die Bretter zu schneiden? Du nimmst halt den ganzen Baum und schneidest in den Scheiben längs. Warum dauert das so lange? Weil das ist halt Sägewerk. Guck dir mal die Videos an, letzte Monster-Shelter-Ding, wo wir den Fußboden gemacht haben. Da habe ich mal ganz kurz aufgelistet, wie lange das gedauert hat. 240 Stunden haben wir nur für den Fußboden gebraucht. Musst du dir überlegen. Was kochen wir als erstes? Was kochen wir hier auf diesem naturbelassenen Tisch als erstes? Irgendwas mit wenig Zutaten? Klassische Chili con Carne mit ganzen Buletten. Montes Nudelauflauf. Nee, Leute, wichtig ist wenig Zutaten, einfach Zubereitung. So was wie ein Joghurt mit der Ecke, wo man bloß die Ecke umknickt. Das wäre jetzt für mich was leichtes. Oh nein, ab sofort wird nicht mehr auf den Tisch gegangen. Ich habe hier gerade alles eingesaut. Oh nee. Und zum Einstieg? Ja, wir fangen zum Einstieg erstmal mit was relativ. Okay, also wir machen ein klassisches Pfannengericht. Also alles, was man in der Pfanne machen kann. Das heißt, ihr könnt auch rein theoretisch Hackfleisch anbraten oder sowas. Oder? Burger, nee, das ist viel zu aufwendig. Da muss ich die ja noch formen, dann muss ich noch. Nee, wir machen Speck. Rührei, Speck, Bratkartoffeln, sowas halt. Bratkartoffeln? Hm? Aber Bratkartoffeln ist auch anstrengend. Oh, ist doch nicht anstrengend. Klar! Ist doch nicht anstrengend. Natürlich! Schneidest du eine Scheiben, machst du ein bisschen Öl rein, fertig. Naja, wird sowieso, mal sehen, was das sowieso wird hier. Ich muss ja alleine die Kartoffeln schälen. Da bin ich ja eine halbe Stunde mit beschäftigt. Nee, genau. Ey, wisst ihr, was wir machen? Wir machen eine Grashüpfer, hier Grashüpfer, eine Madenpfanne oder sowas. Wir probieren mal was aus. Nee, Martin ist faul, ja. Ja, was Kochen angeht, bin ich eine stinkend faule Socke, ist einfach so. Was meinst du, warum ich den Keks halt roh esse und nicht als Keksform? Nee, weil es besser schmeckt. So, jetzt haben wir uns aber immer noch nicht geeinigt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Stream und dann entscheiden wir ganz klar, was wir hier kochen. Oder wir entscheiden spontan in dem Stream, wenn die erste Folge Woods Kitchen losgeht. Du machst ja bestimmt immer mal eine Umfrage auf Instagram oder ja, so, denke ich mal. Genau, auf Instagram stimmen wir ab zusammen, dann mache ich eine Umfrage und dann entscheiden wir ganz aktuell, was wir quasi kochen werden. Freunde, damit möchte ich mich verabschieden. War schön mit euch, schön mit euch. Ihr habt gesehen, wie weit wir sind. Das heißt, es könnte jeden Augenblick losgehen. Damit verabschiede ich mich aus dem Küchenstudio. Freunde, nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt, sobald man noch lebt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, meinen Live-Kanal zu abonnieren. Und dann heißt es bald, herzlich willkommen bei Woods Kitchen. Macht's gut, tschüss. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.